Als ich anfing, dass ich mich mit ihnen beschäftigte, weil ich sie einladen wollte, da bin ich nur ganz beim ersten Satz gleich gestolpert. Ich bin links. Mhm. Schon immer gewesen. Jawohl. Da habe ich gedacht, eine Amerikanerin, die sagte, ich bin links, ist ja schon mal ganz ungewöhnlich. Leider ist das der Fall, obwohl, also wieder auf Albert Einstein zu kommen, er hat ein viel gelesenes Pamphlet 1947 geschrieben in Amerika mit dem Titel Why Socialism? Also zu einer Zeit, wo das schon fast gefährlich war. Vor McCarthy war es noch. Ja, aber ich meine, McCarthyism hat vor McCarthy angefangen. Das hat schon bei Harry Truman angefangen. Mhm. Ja? Also es gab auch mal eine amerikanische Linke. Sie kommt immer in verschiedenen Formen wieder hoch. Aber Sie haben vollkommen recht. Ich sage gerne, Bernie Sanders steht wirklich rechts von Angela Merkel. Möglicherweise nicht im Außenpolitik. Bernie Sanders war der Präsidentenkandidat der Sozialistischen Partei in Amerika. Also demokratische Sozialisten ist er ja, er ist im Kongress immer noch, glücklicherweise. Ist der Senat von Vermont, ja. Und Millionen von, obwohl er über 80 ist, werden Millionen von jungen Menschen bereit, nicht nur ihn zu wählen, sondern also für ihn wirklich intensiv zu arbeiten. Das weiß ich von meinen eigenen Kindern. Haben Sie da auch mitgemacht? Aber klar, absolut. Was wäre denn anders geworden, wenn Bernie Sanders gewonnen hätte und Präsident geworden wäre? Alles. Kann man Amerika reformieren? Da bin ich wirklich nicht sicher, Herr Brinkmann. Ich weiß es nicht. Ich schaue die amerikanische Politik an mit alles anders als Freude. Aber bevor ich zu der Frage übergehe, vielleicht sage ich autobiografisch, weil Sie haben sich gewundert, wieso sagt eine Amerikanerin, dass sie Linke ist. Ich bin nicht aus New York, was viele Europäer vermuten. Ich bin in Georgia geboren, in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung, wo Juden überproportional beteiligt war. Unsere Synagoge wurde gebombt von den Ku Klux Klan, weil der Rabbiner zusammen mit Martin Luther King stand und mit ihm wirklich gearbeitet hatte. Und was man heute in Deutschland leider nicht mehr weiß, ist, dass es eine wirklich universalistische jüdische Tradition gibt, die aus der Bibel gegründet worden kann. Da steht also, wir waren Sklaven in Ägypten, wir waren Fremde in Ägypten und deshalb haben wir einen Pflicht, neben den Leuten, die unterdrückt sind, zu stehen. In Georgia hieß das mit den Menschen, die Sklaven waren in Georgia. Also so bin ich aufgewachsen und dann gab es neben dem Bürgerkrieg auch einiges. Vietnamkrieg ist, wird einigen in Erinnerung bleiben. Einer meiner großen Helden, der österreichische Autor Jean-Marie, hat immer gesagt, das Herz schlägt links. Und ich kann das auch inzwischen begründen mit einigen philosophischen Argumenten, aber das ist mein Hintergrund. Was anders geworden wäre mit Bernie Sanders, ich meine vor allem, und das ist das Wichtigste, und das ist das Wichtigste heute, dieser Möchtegerne-Faschist von Queens wäre nicht Präsident geworden und nicht nur viele Institutionen in Amerika kaputt gemacht hatte, sondern ein Beispiel für Möchtegerne-Faschisten überall auf der Welt, von Bolsonaro bis Modi bis Orban bis zu Netanyahu, die alle sagen, na ja, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sich so benimmt, können wir es auch machen. Und das ist wirklich ein Desaster seit 2016. Und wir schauen ein mögliches, noch größeres Desaster an nächstes Jahr. Ist völlig unklar, was da passieren wird.